So, dann lass mich mal überlegen, wie kann man den bewältigen? Hier war ich schon. Ich muss ja nach oben. Aber ich mache auch heute nicht mehr lange, weil es auch schon relativ spät. Schon nicht schlecht, wie ich so ein bisschen Schrotmunition hatte. Was ist denn hier? Schau ich mal näher an. Das schauen wir uns mal näher an. Anzug wurde beschädigt. Ein Neuromod. Also bin ich hier drunter sozusagen. Ich will hier rauf hier. Wie kann ich die beiden beseitigen? Wie nur? Ich muss scharf nachdenken. Okay, der ist da. Ich muss den einen Roboter irgendwie erledigen, der da noch rumfleucht. Lass mich mal überlegen, wo ist der? Das Geschütz ist genau dahin, wo ich es haben will. Westen. Hier so vor die Tür. Ja, am besten da. Diese Roboter sehr lästig. Muss ich mir nochmal Schrotmunition besorgen, 100%ig. Naja, weil so habe ich keine Chance. 100% nicht.
hier irgendwo eine Ladestation, wo ich das kann? Wäre super. Ach nee. Da muss ich wohl doch nochmal komplett zurück. Ach, das ist scheiße. Aber ich brauche Munition. Ja, dann könnte ich dieses dicke Viech zumindest beiseite schaffen. Ja, das wäre gut. Man muss auch immer hinter solch einer Sache eine perfekte Strategie haben, sonst macht es nicht wirklich viel Sinn. Naja, ich werde noch so 25 Minuten danach spielen, dann höre ich halt auf. Dann wird morgen die finale Aufnahme werden, ja. 100 Pro. Wird dann aber auch die längste und letzte. Und bin endlich damit durch. Boah, Wahnsinn. Wahnsinn, wie lange ich daran gebraucht habe, an dem Spiel. Ja. Ich werde heute mal ein bisschen länger aufnehmen, dass ich hier fertig werde. Ja. Ich glaube, das wird nichts mehr. Diese Rohrei hat auch Zeit gekostet, ohne Ende. Aber ab morgen werde ich fertig, 100 Pro. Ja, das wird ein sehr langes Projekt, denn darauf müsst ihr euch schon mal einstellen. Wenn ihr es überhaupt sehen wollt, aber ich denke, das wird niemand sehen. Das wird sich keiner angucken, das weiß ich ganz genau. Da wird man sich denken, ja, was lädt der denn da hoch? Und ja, aber das ist mir auch vollkommen egal. Ich meine es ehrlich. So, ich brauche Schrotmunition. Geht nicht anders. Jetzt bin ich im Arsch. Hab so keine Chance. Absolut nicht. Erstmal. Heilung. Heilung, Heilung, Heilung. Willkommen. Ich will dich. Wo bist du? So, brauchte ich. Beantrage neuen Operator. Heil mich mal und dann zerstöre ich dich noch. Diagnostiziere oberflächliche Verletzungen. Nichts, was ein Mädchen nicht heilen könnte. Bitte halten. Es dauert nur eine Minute. So gut wie neu. Feedback ist von. Oh, dankeschön. Schon mal das eine. So, und jetzt das mit der Schrotmunition. Die brauche ich jetzt. Da müssen wir mal zusehen, wie wir das zusammenkriegen. Na, schauen wir mal. Neuromods könnte ich noch gebrauchen, das brauche ich. Ich die denn zweimal? Weg damit. Weg. P-Ladung? Nein. Auch nein. Nee. Weg. Weg.
denke... So, das war's. Brauche ich erstmal MP-Ladung. Erstmal nur Munition. So. Schrotpatronen. Erstellen, genau. Hier haben wir dann einen Schrot. Ja, das ist in Ordnung. Dann würde ich sagen, geh mal los. Wo war der Scheiß nochmal? Ach ja. Da gehe ich jetzt nochmal hin. Und besiege diese Pisser. Ja, das will ich jetzt auch machen. Wird zwar ein heftiger Scheiß, aber... Schaffen wir. Naja, ihr könnt mich gerade mal so ein bisschen kreuzweise. So, erledigt. Ich werde es mal einmal probieren, ob es funktioniert und ja. Wahrscheinlich wird das dann morgen die finale Aufnahme zu Prey. Und dann ist es geschafft. Es war anstrengend, gebe ich zu. Ich habe am, wann habe ich das aufgenommen? Das allererste Mal, es war am 30.12.2018, genau. Da habe ich das angefangen schon aufzunehmen. Vorsichtshalber mal, dass ihr Videos habt zum Gucken. Und ja. Ich werde mich wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich ab morgen schon dran setzen, die zu bearbeiten. Ja, so ein Teil davon. 12 weitere Parts oder so. Das könnte ich machen, aber sonst kaum. Sonst muss ich arbeiten nebenbei und ach, hör auf. Also ganz ehrlich, wenn ich mir manchmal überlege, ich wäre reich, würde ich schon echt aufhören zu arbeiten. Ja, ist nur eine Vorstellung. Ah, naja. Die Neuromod-Abteilung. Ich meine, wir brauchen nichts mehr, wir müssen nur noch die Nachricht senden und dann die Flucht ergreifen. Das mit der Nachricht mache ich jetzt noch und dann hören wir fort auf. Erstmal. So, jetzt gehen wir da hin, machen dieses fette Teil platt und dann sind wir alle zufrieden. So, jetzt werde ich meine Pumpgun auspacken und dann bist du fertig, du Dreckstück. Scheiße! Ich hab's fast gehabt, Mann! Kann doch nicht wahr sein! Vom Dreck! Jetzt auf jeden Fall will ich's beenden. Definitiv!
Da ist mich meine Schlaflosigkeit kostet schon. Ich geh mal außen. Hm, jetzt bist du dran. Die Ziehfähigkeit, die ist die geilste, finde ich. Tschüss. Und ist weg hier. Gut gemacht von mir. So. Und jetzt zu euch Blechbüchsen. So, ist noch die nächste Blechbüchse, die da rumfliegt. Alter Vater. Meine Fresse. Ich guck mich aber erstmal um. Brauche ich denn bitte hier? Ich brauche einen Code, ey, ich glaub's nicht. Nee, oder? Dann kommt mal her. Ich mach euch platt. Da hinten. Komm her. So. Guck ich mich mal jetzt hier um. Was sind wir denn hier? Ah, da bin ich ja jetzt hier oben. Ah, ja. Ne, dann gehe ich weiter. Sehe ich hier durch. Ach so. Ah, hier war ich also, ja, ja, jetzt erinnere ich mich. Stimmt's mir auch. Ach so.
so ist das. Das alles? Aber was brauche ich denn da oben? Scanne Ziel, kein Alien-Material entdeckt. Also hier kann ich auch mal was da. Aber was soll denn das Ganze? Aber erstmal hacken. Beantrage neuen Operator. Dann gibt mir den Operator. Technik oder Heilung, was auch immer. Technik. Scan-Vorgang läuft. Mentale Fähigkeiten laut Moralmaster untersucht wird. Das sollte helfen. Das stärkt Ihre Konzentration. Meine Sehfähigkeit.